Well, I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with Farrah. I've never been with anything less than a man so fine. I've been on fire with Sally Field, gone fast with a girl named Bo, but somehow they just don't end up as mine. It's a death-defying life I lead. I take my chances. I die for a living in the movies and TV. But the hardest thing I ever do is watch my leading ladies kiss some other guy while I'm bandaging my knee. I might fall from a tall building, I might roll a brand new car, 'cause I'm the unknown stuntman that made Redford such a star. I've never spent much time in school, but I taught ladies plenty. It's true, I hire my body out for pay. Hey, hey, I've gotten burned over Cheryl Teagues, blown up for Rocky Welch. But when I wind up in the hay, it's only hay. Hey, hey, I might jump an open drawbridge or Tarzan from a vine, 'cause I'm the unknown stuntman that makes Eastwood look so fine. Was sollen wir machen? Wir fahren einfach weiter. Steigen Sie bitte aus. Wir gucken uns das genau an und dann ziehen wir alleine. Hey, Officer. Die Kerle da in dem Wagen, das sind Mörder. Die haben mich gesehen, als sie jemanden erschossen haben. Ich sag's Ihnen, das sind Killer. Das sind kaltblütige Mörder. Die haben mitten auf der Straße einen Mann abgeknallt. Und da bin ich abgehauen. Ist das Ihr Holz? Ist doch völlig unwichtig. Verstehen Sie etwa nicht, was ich sage? Diese Kerle sind hinter mir her und die kriegen mich, Mann. Und dagegen müssen wir was tun. Hey, wenn ich Ihnen noch sage, die kriegen mich. Es könnte schlimmer sein. Wenigstens wissen wir, wo er ist. Wir holen ihn uns im Knast. Also dann, wir drehen. Kameras ab. Einsatz, hau und roll. Wenn wir kleiner? Noch so ein paar verlauste Hütten und ich bin da, Colt. Und vergiss nicht, ich muss dich zu der Flucht lotsen. Du bist mein Lieblingslotse. Kleiner, du meinst es so gut. Rasiert hatte ich mich heute früh schon. Dann
Also, Kleiner, komm mal ein bisschen näher ran. Aber vorsichtig. An deinen Fingerspitzen hängt 20 Tonnen Stahl. Keine Bange, lieber Vetter. Ich hab alles unter Kontrolle. Dann wollen wir mal. Alles klar, hau ihn los. Okay, Feuer löschen! Hau ihn, bring den Panzer zurück! Colt, hi, du kommst genau richtig. Richtig, wofür denn? Um die lockersten 5000 Dollar deines Lebens zu machen, das ist ein absoluter Klacks. Sag mal, bist du eine Endlosschleife? Die letzten drei Fälle waren auch Klacks. Da haben mich einen Ellenbogen, eine Woche Krankenhaus und einen Redford-Film gekostet. Ach, Colt, das war doch ganz anders. Da wollten die Männer doch abhauen. Der hier, der will sich stellen. Und warum tut er es nicht? Weil er paranoid ist. Paranoid ist ein Mensch, der wahnhaft glaubt, man verfolgt ihn. Und er denkt, jeder ist gegen ihn. Und er denkt, dass er immer den Kürzeren zieht. Das Gefühl kenne ich. Welche Symptome hat der Mann? Ich habe an der Mayo-Klinik ein Jahr Psychologie studiert. Oh, Mayo interessiert jetzt niemanden. Er hat einen Mord gesehen, aber es wurde keine Leiche gefunden. Ja, und dann behauptet er, jemand hätte ihn verfolgt, um ihn zu ermorden. Die Polizei war da nichts. Dann sagt er, dass jemand zweimal versucht hat, ihn umzubringen, als er im Gefängnis war. Aber es gibt keine Zeugen, keine Beweise, gar nichts. Das hört sich sehr paranoid an. Oder der Mann hat viele Feinde. Wo ist er? In Garvey, Texas. Colt, bitte, ich zahle nicht nur die Spesen. Du kriegst auch ein Flugzeug, damit du da runterfliegen kannst und sofort wieder zurück. Und du glaubst, er kommt mit, wo er doch so misstrauisch ist? Seine Anwälte sind davon überzeugt, dass sie alles zurechtbiegen können. Okay, ich mach's. Colt, oh, warte. Ich muss dir eine Karte geben. Ich weiß, wo Texas ist. Aber nicht, wo er sich versteckt. Er versteckt sich? Da, wo das Kreuz ist, da musst du hin. Da wartet er morgen um 2 Uhr auf dich. Bin ich doch genau auf diesem blöden Kreuz. Max! Max! Drehen Sie sich ja nicht um. Colt Seavers? Max Stoney? Zeigen Sie mir einen Ausweis oder sowas. Gut. Und nicht umdrehen. So stehen bleiben. Nicht umdrehen. Ich drehe mich nicht um. Noch nicht. Gut. So, hier. Jetzt können Sie sich umdrehen. Die Karte behalte ich, ja? Wieso nicht? In 6 Stunden sind Sie in Sicherheit. Na los. Genauso wie letztes Mal, ja? Es wurde 2-mal auf Sie geschossen? Nicht geschossen, gemessert. Und wie haben Sie sich gerettet? Street Stomp. Hey, ich zeig Ihnen, wie es geht. Sie kommen nicht an mich ran. Ich bin zu schnell. Versuchen Sie, mich zu schlagen. Ich will Sie nicht schlagen. Falls Sie es nicht können, na los, versuchen Sie es. Los. Ach, wie ging das denn? Ich glaube, ich kenne den Schritt. Hey, Colt. Hey, nein, nicht warten Sie. Jetzt sind wir doch quitt. Wir sind quitt? Sie wollten doch verhauen werden, nicht ich? Ja, das ist wahr, aber ich kann's nicht leiden, wenn mir einer überlegen ist. Das macht mich neurotisch, alles klar? Ja, alles klar. Jetzt ist für dich auch alles klar. Los, steig ein. Oh, Mann, harte Linke ans Kinn. Mann. Was wird denn das für ein Irrsinnstrip? Du bist wirklich paranoid. Nein, ich bin Baptist. Wir sind Seavers auf den Fersen, seit Terry Michaels ihn hinter Downey hergeschickt hat. Wir überwachen jetzt seine Maschine auf dem Flugplatz. Jason, wir haben es unter Kontrolle, also keine Sorge. Die beiden dürfen, ich wiederhole, dürfen dieses Flugzeug nicht besteigen. Ich habe den Mietwagen ja auch rechtzeitig präpariert. Ich verstehe, gut. Welche Vorkehrungen wurden getroffen? Vorkehrungen, Sir? Ja, immerhin haben Sie 2-mal versagt, auf der Straße und im Knast. Alles, was ich aufgebaut habe, ist deswegen in Gefahr. Sid ist bei mir. Calvin, ich habe nicht gerade 100%iges Vertrauen in solche Revolverhelden. Solche Leute gehören aber zu unserem Geschäft, Sir. Das hier ist kein Geschäft. Das ist ein Fall. Verzeihung, Sir. Ja, natürlich.
Glaub mir doch, mir ist keiner gefolgt. Das tun die, ohne dass du es merkst, klar? Mann, die haben Geräte, damit erkennen die einen Fliegenschiss in 50 Meilen Entfernung. Wer sind diese, die, von denen du dauernd redest? Das wüsste ich auch gern, aber ich sag's dir, sie stecken unter einer Decke und da haben sie es schön kuschelig. Sonst hätten sie nie Leute in den Knast bringen können, um mich zu erledigen. Du denkst, das ist das Syndikat? Das Syndikat? Du denkst, das ist das Syndikat? Na, was weiß ich? Na, wieso sagst du denn dann sowas? Denkst du, ich will solche Gerüchte hören? Bist du etwa ein Sadist? Wer schießt denn sonst Leute am helllichten Tag auf der Straße, wie du behauptest? Ich behaupte? Mann, wenn die wissen, wie man eine Leiche los wird, dann wissen sie auch, wie man jemanden zur Leiche macht. Da ist der Flughafen. Ist der Pilot okay? Soll das ein Witz sein? Der Pilot bin ich. Hey, was ist denn das für ein Gepiepse? Das zeigt mir an, dass sie näher kommen. Ja, und? Ich muss warten, bis sie in Reichweite sind. Wenn das Piepsen zu einem durchgehenden Ton wird, ist es aus mit den beiden. Hast du irgendwie am Armaturenbrett rumgefummelt? Nein, wieso? Na, da ist was. Also raus hier! Werd nicht hysterisch! Das ist immer noch besser als explodieren! Na los, drück. Lass sie erst hinter den Hangars hervorkommen. Diesmal will ich es sehen. Na, zufrieden, ne? Wir können nicht mehr warten. Es ist soweit. Ja, ich bin zufrieden. Was ist mit dir? Hm? Ach. Du hast sie ja gar nicht erwischt. Sie laufen doch da über die Wiese. Los, steig ein! Ja, genau. Genau, Colt Sievers. Bitte stellen Sie mich durch zu ihm. Er sitzt im Flugzeug, okay? Colt Sievers, ein Anruf für Sie von Howie Manson. Soll ich durchstellen? Geh ran, Max. Ja, bitte, ich höre. Colt? Nein, hier ist Max Downey. Colt hat alle Hände voll zu tun. Zu voll, um mit mir zu reden? Ich bin sein Partner. Vielleicht brauchen Sie bald einen neuen Partner. Kann er mich hören? Ja, reden Sie. Hör zu, Colt. Ich habe ein bisschen Detektivarbeit geleistet. An dem, was Max Downey sagt, ist wohl was Wahres dran. Kann sein, dass ihr Probleme kriegt. Probleme? Ach nein. War das eine Fehlzündung? Das waren Schüsse. Schüsse? Ganz sicher, ja. Sicher weiß ich das erst, wenn einer eingeschlagen ist. Festhalten! Was hast du denn vor? Ich stürze in die Flügel. Ich kann sie nicht steuern, die hängen am Heck. Heb ab, Mann! Versuche ich, aber der schiebt uns in den Hangar. Das darfst du nicht zulassen. Was hat er so gekracht? Wir haben keine Flügel mehr. Was ist mit den Revolverhelden? Die sind noch hinter uns her. Wie denn? Ha. Der Karre ist ja nichts passiert. Jetzt haben wir den Flughafen verlassen. Ihr habt abgehoben ohne Flügel? Keine Angst, hier ist nicht so viel Verkehr. Howie, das ist doch Wahnsinn. Ich kann nichts dafür, das hat er gesagt. Colt Howie ist Terry. Terry, was machen Sie nur mit mir? Sie schicken einen Kerl, der mir helfen soll, aber der jagt mich von einer Katastrophe in die nächste. Willst du wohl ruhig sein? Und du guckst gefälligst auf die Straße. Was wir gar nicht brauchen können, ist ein Unfall. Also Terry, Sie können sich gar nicht vorstellen, was ich durchgemacht habe. Als allererstes hat er mich mal verhauen. Colt? Nein, Rocky. Mein Unterkiefer hängt immer noch durch. Dann hat er mich in ein Auto gezerrt, wo eine Bombe drin war. Das ist explodiert. Und jetzt fährt er mit einem Flugzeug mitten durch die Stadt. Wir brauchen einen Engel, der für uns betet, denn wir haben nicht mal Flügel. Was ist jetzt passiert? Colt hat Probleme, geradeaus zu fahren. Sagen Sie ihm, er soll vorsichtig sein, bitte. Das ist ein schöner Vorschlag, sehr schön. Colt, sei bitte vorsichtig. Soll das etwa so weitergehen bis nach Los Angeles? So wie der fährt? Terry, dieser Mann ist ein wandelndes Desaster. Du hörst dich schon so paranoid an wie er. Ich kann nichts dafür, das ist ansteckend.
bitte, ja? Colt, das da vorne ist ein See. Bleib an Land! Ich versuch's ja, aber der schubst mich doch da rein. Colt, was ist denn los? Jetzt will er testen, ob das Flugzeug auch ein Unterseeboot ist. Ein Unterseeboot? Na ja, wir werden's gleich wissen. Halt dich fest! Oh nein! Colt! Max! Was ist passiert? Max, schwimm zu dem Boot! Du bist ja komplett verrückt! Ist sowas zu fassen? Meine Brieftasche ist weg, mein Ausweis, meine Kreditkarte und mein Geld. Einfach alles. Meine Brieftasche ist noch da. Aber das hilft uns auch nicht weiter, Mann. Ich habe kein Geld und keine Kreditkarten. Es ist, als wären wir Ausgestoßene. Na, für einen Anruf reicht's gerade. Na, dann verwähl dich bloß nicht. Wo bist du hin? Ich suche uns einen fahrbaren Untersatz. Colt? Wir haben solche Angst um dich gehabt. Was glaubst du, was ich hab? Was sollte denn das mit dem U-Boot bedeuten? Hat nicht funktioniert, das Flugzeug ist gesunken. Ich glaube, das Beste für dich wäre, wenn du dir die nächstbeste Maschine schnappst und zurückkommst. Das ist zu gefährlich. Die sind hinter Max her und jetzt auch hinter mir und sind gut vernetzt. Die haben sogar gewusst, dass ich Max holen wollte. Wie geht das denn? Die einzige Möglichkeit waren die Auslieferungspapiere. Aber die sind streng vertraulich. Und das ist der Punkt. Die wussten, dass ich ein Flugzeug gemietet hatte und haben auf dem Flugplatz gewartet. Und dass ich einen Wagen bestellt hatte, in den sie vorher eine Bombe eingebaut hatten. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Colt? Colt, was ist? Was glaubst du jetzt nicht? Colt! Colti! Colt, bist du noch dran? Colt! Hallo! Hey, hey, wo hast du denn her? Du glaubst es ja doch nicht, wenn ich es dir sage. Na klar, kannst du es mir trotzdem sagen. Sieh mal, in unserer Situation hat es eine gewisse Logik. Du hast ihn geklaut. Geklaut? So ein Quatsch. Wir haben jetzt deine Karte. Meine Karte? Ganz recht. Ich habe sogar hinten drauf geschrieben, dass wir für alles verantwortlich gemacht werden können, wenn ihm was passiert. Wir? Meinst du auf meiner Karte? Na, denk doch mal nach, Kumpel. Wir können in kein Hotel, wir sind pleite. Und die können uns finden. Wir können nicht mal zelten. Wieso nicht? Mücken. Mücken? Ja, Mücken. Hast du jemals hierzulande draußen geschlafen? Das absolute Grauen. Aber hiermit gondeln wir fein zurück nach L.A. Da sitzt du drin wie in Abrahams Schoß und kein Mensch weiß was davon. Abrahams Schoß. Halt, hallo. Wir haben sogar Farbfernsehen. Hoi. Wenn jemand den Verlust eines Wohnwagens meldet, der wurde gefunden. Ich habe ihn und gebe ihn in 2 Tagen unversehrt zurück. Hör zu, du rührst dich nicht von der Stelle. Du brauchst meine Hilfe, ich kann in 2 Stunden da sein. Nein, du rührst dich nicht von der Stelle. Ich habe genug Probleme. Rast doch nicht so in den Po. Das gibt ein unscharfes Bild. Entschuldige. Ist schon okay, du hast das gut gemeint. Machst du das immer so? Schließt eine Karre kurz und gehst auf eine Spritztour? Wenn du das hier eine Spritztour nennst, hätte ich gern gewusst, wie du dein Leben sonst verbringst. Ach, und noch was. Hör auf, mich als Dieb zu bezeichnen. Hat man dich nicht deswegen festgenommen? So ein Quatsch. Wegen Widersetzung gegen die Festnahme. Wenn jemand die Raten für sein Auto nicht abzahlt, hole ich die Karre zurück. Dabei habe ich eine Schießerei beobachtet. Dann kamen die Bullen und die haben dann mich und nicht die festgenommen. Du warst als ein unschuldiger, unbeteiligter Zuschauer. So ist es. Wie ein Baby so unschuldig. Da wir gerade von Babys und Unschuld sprechen, es ist ganz schön weit bis Los Angeles und du bist sicher die beste Gesellschaft, die man sich wünschen kann. Den Humor hast du gepachtet. Trotzdem, glaubst du nicht auch, es wäre kuschelig, wenn wir beide 2 nette Ladies für die Abteilung da hinten hätten? Das wären keine netten Ladies, wenn sie mit dir kuscheln würden. Was? Na, umso besser. Dann halten wir einfach mal da an, wo man Bier kriegt oder Kaffee oder Bowlingkugeln. Du bist diskriminierend. Du wirst das erleben.
Und Sie müssen Röcke anhaben oder Jeans und eigentlich nur das Wort Ja kennen. Was ist passiert? Sieht man schon blaue Flecken? Ich bin den ganzen Tag mit dem Kopf gegen eine Wand von Bürokratie gerannt. Und hast du was rausgekriegt? Kleinigkeiten, nichts Gutes für unsere Seite. Wer ist denn die andere Seite? Das ist das Problem, das will mir keiner sagen. Aber es gibt eine Gruppe von Männern, die sehr straff organisiert ist. So wie es aussieht, haben sie illegale paramilitärische Gruppen gebildet. Sie wollen die Demokratie retten, so wie sie sie sehen. Mit anderen Worten, sie töten jeden, der nicht ihrer Meinung ist. Du sagst es. Und unser Freund Max hat beobachtet, wie einer der Anführer ein Mitglied umgebracht hat. Er kann sie auffliegen lassen, wenn er ihn identifiziert. Die werden alles tun, um das zu verhindern. Das heißt, sie würden Max töten und Colt. Das reicht. Er braucht mich. Ich muss ihm helfen. Howie, ich würde ja mit dir gehen, aber ich weiß nicht, wo er ist. Ich kann dich gut verstehen, Howie. Es dienen auch die, die zu Hause sind und warten. Da hinten kommt wieder eine Kneipe. Los, wir besorgen uns ein bisschen Gesellschaft. Hey, mach schon, halt an. Nein, vergiss es. Sag bloß, ich häng fest mit an. So, das war der erste Kontakt. Hey, das sollte ein Witz sein. Mit dem Laster stimmt was nicht. Jetzt nehmen wir sie in die Zange. Weißt du was, das ist eine Falle. Von hinten kommt noch ein Laster, aber mit vollem Tempo. Und noch zwei andere, die gehören wohl auch dazu. Die kommen aus der ganzen Gegend und sind gegen uns. Woher weiß denn einer vom anderen? Ja, das habe ich doch gesagt. Diese Kerle haben Verbindungen nach ganz oben. Die machen wir reif für einen Schrottplatz, Bibi. Oh, hört sich gut an, Pete. Hängst du dran, Mike? Ja, ich knall mich jetzt von hinten drauf. Soll ich dich bloß aus der Scheiße rausholen, Mann? Du kannst den Mund halten. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Die Kerle sitzen wie die Mäuse in der Falle, Fauli. Hör dir das an! Ist das auch wirklich der Richtige? Tja, er hat seine Visitenkarte dagelassen. Jetzt können wir beweisen, dass Ehrlichkeit sich niemals auszahlt. Zum Glück hast du meine Karte dagelassen. Du hättest doch nie im Leben einen Wohnwagen genommen. Dann säßen wir jetzt nicht in der Klemme. Du bist der Stuntman. Also fahr uns hier raus. Wofür? Dann hast du doch nichts zu jammern, wenn du wieder mit Terry redest. Du meinst sicher, wenn ich wieder mit ihr rede. Und wenn der Besitzer zur Polizei geht? Aber weswegen denn? Ich meine, ich habe ihm den Wohnwagen voll ersetzt, damit er nicht zur Polizei geht. Das war sehr klug. Der Betrag wird Ihnen erstattet. Das ist wirklich nicht nötig. Das ist meine patriotische Pflicht. Und das ist der Punkt, an dem mit mir nicht zu spaßen ist. Mr. Jason wird sehr stolz auf Ihren Beitrag sein. Was meinen Sie, können wir ihn nicht vielleicht anrufen? Das könnte ihn beruhigen. Wenn das hier vorbei ist. Das wird nicht lange dauern. Meine Männer sind genauso engagiert wie ich. Ach Mann, nimm das nicht persönlich, was ich zu Terry gesagt habe. Du hast nichts von dem Kerl auf der Straße gesagt. Aber verstehst du das denn nicht? Es muss absolut klar sein, dass ich mich gestellt habe, eben weil ich in Los Angeles aussagen wollte. Wenn jetzt was schief geht, ist es deine Schuld, nicht meine, sonst haben die mich doch wieder am Arsch. Hey, schlau, du kommst an ihnen vorbei. Sei dir nicht so sicher. Hallo, ihr Taugenichtse, die Falle ist perfekt, jetzt muss ich nur noch zuschnappen. In ihre Falle getappt. Glaubst du vielleicht, den Quatsch mache ich noch lange mit? Sieh zu, dass wir hier wegkommen. Was ist denn da los, Leute? Wieso ist das Ding noch auf der Straße? Nicht mehr lange. Kannst dich drauf verlassen. Hoffentlich bin ich da nicht verlassen. Ich lasse mir die Chance nicht vermasseln, um zu beweisen, was für Männer wir sind. Andauernd schmeißt du mich auf den Boden. Ich hole uns jetzt hier raus. Lass mich ans Steuer. Aber gern, hier bitte. Bist du verrückt geworden? Hände ans Lenkrad, los! Kann ich was tun? Das habe ich mal in einem Burt Lancaster-Film gemacht. Das war ziemlich genauso. Kannst du es nicht genauso machen wie da? Doch, aber in dem Film waren wir dann tot. Ich muss den roten Laster aus dem Weg räumen. Ja.
zurück auf die Tube. Zeig ihnen, was eine Hake ist. Mach endlich, was ich dir sage. Tritt voll durch. Durch. Und wieso fahren wir da nicht schneller? Mehr hat er nicht drauf. So eine lahme Ente. Lass dir dein Geld wiedergeben. Steuert direkt auf uns zu. Hey, da vorne ist eine Lücke. Fahr durch! Sag mal, was sollte das denn? Ich tu nur, was du sagst. Ich häng mich wieder an ihn dran. Na bitte, ich hab ihn wieder. Ich verliere die Kontrolle! Einer weniger. Ja, vielleicht nützt es ja was. Wieso halten wir an? Zum Sammeln. Sammeln? Pilze oder was? Mhm. Billys Truck ist hinüber. Er ist unverletzt. Aber jetzt muss die Straßensperre sie aufhalten. Amateure. Sie hätten mich eben ranlassen sollen. Amateure? Seit 5 Jahren trainieren wir für den Tag, an dem wir das Land auf die Demokratie vorbereiten. Ich meine die wahre Demokratie, nicht die halbherzige Art, die wir jetzt haben. Ja, Mr. Jason? Ist unser kleines Problem gelöst? Nein, aber wir sind auf gutem Wege zu einer endgültigen Lösung. Verbinden Sie mich bitte mit Foley. Er möchte mit Ihnen reden. Ah, Mr. Jason. Sir, ich möchte Ihnen nur sagen, was für eine große Freude es ist, dass ich persönlich mit Ihnen sprechen darf. Ganz im Ernst. Tja, vielen Dank, Foley. Wirklich vielen Dank. Wieso können wir diese zwei nicht fertig machen? Ich bin ja dabei, meine besten Männer arbeiten dran. Und wenn die es nicht schaffen... Dann schicke ich mehr Männer los, so viele wie nötig sind. Schicken Sie alle Männer los, sofort. Ja, Sir. Ein großartiger Mann, ganz großartig. Ich schicke jetzt alle meine Männer daraus. Wir machen sie fertig, diese Kerle. It has not always been like now. Nein. Angst um die knabenhafte Figur? Ich sag dir, es wäre eine Tragödie, wenn mir was passiert. Das ganze Land wäre in Tränen aufgelöst. Du hast eine große Fangemeinde, hä? Fangemeinde? Was denkst du? Die stehen Schlange. Eine Parade machen die. Aha. Ich führ's dir vor, wenn das alles hier vorbei ist. Falls es je vorbei ist. Sei doch nicht so pessimistisch. Bis hierher habe ich uns gebracht. Aha, und welche Pläne hat der große Feldherr jetzt? Wir fahren weiter. Die warten aber vermutlich auf uns. Zurückfahren können wir aber auch nicht. Wäre eine Überraschung für die Typen. Was würdest du denn vorschlagen? Du solltest dich ergeben. Hast du einen Knall? Die erledigen mich. Dann wäre unser Problem nur noch halb so groß. Vielleicht gibt's noch eine andere Lösung. Du denkst, die hätten jetzt aufgegeben? Wieso nicht? Sie wollen unseren Tod, nichts anderes. Naja, dann müssen wir als erstes auf diese Kutsche hier verzichten und uns eine neue Karre suchen. Das geht auch nicht. Wieso nicht? Ich habe keine einzige Karte. Na los, du fährst. Ja, Sir. Alles klar. Überlass alles mir. Du kannst dich mal entspannen. Du hast einen Experten am Steuer. Wir sind außer Gefahr. Oh nein. Was ist? Es scheint ein Unfall zu sein. Aber die Kinder sind anscheinend in Ordnung. Das ist eine Falle. Raus hier, los! Ganz sicher? Der Truck da hat uns vorhin verfolgt.
fahr weiter. Wir sehen mal nach, was mit Joe ist. Was ist denn das für ein Riese? Ziemlich riesiger Riese. Wie hole ich dich aus dem Schlamassel bloß raus? Sieh zu, dass du ihn loswirst. Ich fahre inzwischen. Kein Problem. Hast du ihn erwischt? Ja, der kommt so schnell nicht wieder. Das ist uns ganz gut gelungen, was? Und, was tut uns weh? Was ist denn das, ein Schermenpanzer? Hey, Fauli, Moose ist runtergefallen. Ich muss ihn auflesen. Vergiss, Moose, du schnappst dir das Wohnmobil, sonst... Ja, Sir. Mann, oh Mann. Hoffentlich ist das Glück auf unserer Seite. Ach, Glück ist was für Amateure. Ihre große Klappe brauche ich gar nicht. Hey, wir sitzen doch alle im selben Boot. Sid und ich, wir fahren dahin, falls die ihren Männern wieder entgehen. Das können sie nicht. Wir kriegen die Typen. Schon wieder der graue Truck. Was hast du vor? Ich verschwinde. Du kannst mich doch hier nicht allein lassen. Na, das war's dann. Ich sag's doch, lass lieber den Fachmann fahren. War doch gut, oder? Ich war beschäftigt, ich kann nicht applaudieren. Also irgendwie kann ich das alles nicht fassen. Wie können die bloß so einen netten Kerl wie mich töten? Sie haben's mit Messerfeuer und Kugeln versucht. Vielleicht schaffen sie's mit einem Fall durchs Herz. Was soll das denn? Was hast du gegen mich? Wahrscheinlich liegt es an deinem Charakter. Ich bin gleich nach dem Stunt hierher gefahren. Irgendwas Neues von Colt? Er hat nicht angerufen. Ich muss dahin, ich halte das hier nicht aus. Du weißt doch gar nicht wohin, was soll das? Ach, Jody, Vernunft ist nicht immer der beste Ratgeber. Du bleibst hier. Das Ding hier ist eine lahme Ente. Wir können doch nicht nach Los Angeles fahren in dieser Karre. Du klaust auf keinen Fall eine andere. Colt! Ich muss dir was sagen. Ich mache mir Sorgen. Lauf aber nicht in Panik wieder nach Hause. Was soll das jetzt wieder? Wieso bist du denn sonst bis nach Texas gerannt? Ist doch ganz natürlich, dass man nach Hause will, wenn man Angst hat. Ich habe meine Schwester angerufen von Los Angeles aus. Sie hat gesagt, zwei nette Kerle hätten sich bei ihr nach mir erkundigt. Das wollte ich nun wirklich nicht, sie meinetwegen in Lebensgefahr bringen. Lieber nimmst du mich. Na, vielen Dank. Du bist auch nicht das Sonderangebot der Woche. Immerhin hast du mich verhauen. Einmal mehr als ich dich. Ich hoffe, dass es dabei bleibt. Du hältst dich wohl für so einen richtig harten Hund, hä? Max, ich bin vielleicht in einer anderen Stadt aufgewachsen als du, aber die Straßen waren dieselben. Wir hätten das gleich in die Hand nehmen sollen. Amateure. Warte, ab jetzt helfen uns Leute mit der besten Ausbildung, die es gibt. Thank you.
vorne, da. Das ist ein schönes, sicheres Plätzchen. Da halten wir. Es gibt keine schönen, sicheren Plätzchen. Also hör mal, im Dunkeln können die uns nicht sehen. Die können sehr gut sehen im Dunkeln. Das ist doch unmöglich, dein Ernst. Überleg doch mal die vielen Trottel, die aufbieten. Und wie sie ein Gefängnis unterwandern. Die sind spitzenmäßig ausgerüstet. Haben sicher Infrarotsensoren. Vielleicht haben sie uns verloren. Machen wir uns nichts vor. Dieser Haufen gibt nicht auf. Wir können es uns aussuchen. Entweder wir entlarven sie oder sie töten uns. Colt, da ist es wieder, dieses Gefühl. Ich will heim. Ich auch. Ich glaube, ich habe sie entdeckt. Sehen Sie mich auch? Roger, Sie sind gar nicht mal so weit weg von denen. Colt, ich bin am Verhungern. Guck im Kühlschrank nach. Ach. Milch und Käse, das kriege ich nicht runter. Wieso nicht? Hier, kein Gramm Fett. Siehst du? Die Ladies stehen darauf. Mm. Und ich schwör's dir, besser geht's gar nicht. Was ist das? Ich würde sagen, die Augen in der Nacht. Ich hab's dir erzählt. Da sind Sie, ohne jeden Zweifel. Gut gemacht. Sie sind schon ziemlich nahe dran. Fahren Sie in derselben Richtung weiter. Wir erledigen das von hier aus. Roger. Er haut ab. Wer weiß. Gleich haben wir sie. Fahr da lang, da lang. Da sind sie. Und jetzt geht der Profi ran. Komm, wir verschwinden. Weswegen? Ist eine Vorahnung. Meine Vorahnung ist gut. Ich bleib hier. Willst du bei Bewusstsein mitkommen oder ohne? Ach, hier geht's uns doch gut. Ich habe mit der Zeit gelernt, meinem Instinkt zu trauen. Was sagt dir dein Instinkt denn dazu? Dass du mir einen überbrätst. Komm jetzt. Ah, du bist ganz schön helle. Das machst du noch einmal, dann kriegst du Handschellen, verstanden? Trau dich nur und du fliegst auf der Stelle auf den Boden. Von mir aus können wir das gleich ausprobieren. Noch kannst du dein Gesicht wahren, indem du sagst, wir bleiben hier. Ja. Ja? Letzte Chance. Zurück. Oh Mann, hast du ein Glück. Mein Instinkt sagt jetzt was anderes. Lass uns abhauen. Guter Instinkt. Ich hab's eingestellt. Das ist jetzt ein Witz, oder? Wir zwei und das Ding da? Psst. Wir haben Gesellschaft. Nichts wie weg. Soll ich etwa nicht aufsteigen? Hilf mir, schieb, schieb. Warum fahren wir denn nicht? Red nicht, schieb. Du hast wirklich einen an der Kappe. Wo willst du denn hin mit diesem Ding? Ja, aber... Der Wohnwagen? Haben wir ein Glück, dass mein Instinkt sich geändert hat. Das war's dann also. Noch nicht, warte. Worauf denn? Lass erstmal das Feuer niederbrennen. Das ist makaber. Ach doch, nur dann, wenn Leichen da sind. Bitte, Colt, fahr langsamer, Mann! Das fühlt sich nicht gut an! Können wir mal tauschen? Ach komm, ich weiß, wie man sowas fährt. Sei nicht so herzlos! Bitte, Mann, jetzt fahr ich schon die ganze Nacht. Mein Rücken bringt mich um. Hast du denn gar kein Mitleid? Hey, Colt, wie lange soll das denn noch so weitergehen, ha? Dann bis L.A., wenn wir Glück haben. Oh Mann, das ist sadistisch. Den Stein hast du doch mit Absicht genommen. Das ist richtig mies. Wir müssen von der Straße runter, querfeldein. Hier ist Olympus. Ich höre Olympus. Haben Sie gesagt, die sind auf einem Motorrad? Der Spur nach könnten zwei Männer drauf sein. Okay, dann hab ich sie. Zwei Männer auf einer Maschine. Sind gerade von der Hauptstraße runter und fahren querfeldein.
Ist das der Big Brother, der von gestern Nacht? Wo sind wir und wo sind die? Sie sind fast parallel zu denen. Wenn Sie in derselben Richtung weiterfahren, dann links auf einen Feldweg. Da können Sie in den Weg abschneiden. Danke. Drehen Sie bei, sonst bemerken die Sie noch. Roger. Wie geht's dir da hinten? Furchtbar! Siehst du das? Der Hubschrauber ist jetzt weg. Fahr wieder auf die Hauptstraße. Nein, zu gefährlich! Da sind sie ja. Wie schaffst du das bloß? Du reizst uns ja von einer Scheiße in die andere. Sag nur, die entkommen uns. Das ist ein schnelles Motorrad. Das ist eine Pattsituation. Was ist jetzt wieder? Was ist? Sprit ist fast alle. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Erst bringst du mich an den Arsch der Welt und dann geht dir auch noch der Sprit aus. Hast du schon mal einen Transfer gemacht? Was ist das? Wenn wir auf der Höhe von dem Zug da sind, dann transferieren wir von der Maschine auf den Zug. Das ist unmöglich, dein Ernst. Fahr mich ganz nah daran. Okay, spring! Ich denk gar nicht dran. Dann musst du sehen, wie du allein weiterkommst. Ich transferiere! Keine Kanone? Nein! Kopfgeldjäger ohne Kanone? Du setzt hier mein Leben aufs Spiel! Keine Waffe? Nein! Steig ein! Deswegen? Steig ein! Halt dich fest! Das mache ich doch dauernd bei dir! Deine Augen jetzt aufmachen. Was hast du? Mein Plan hat funktioniert. Wir haben sie. Ja, aber dich bin ich immer noch nicht los. Ich wäre sicher ein Spitzen-Stuntman. Wir wären ein tolles Team, denkst du nicht? Im Gefängnis. Es gab einen Wettstreit zwischen Calvin und Sid, wer den ersten Kronzeugen machen darf. Ich hätte es beinahe nicht rechtzeitig zu meiner Feier geschafft. Ach, wirklich? Wieso nicht? Ich bin ein großer Held. Und so bescheiden? Es ist schwer, bescheiden und aufrichtig zu sein. Bei der Pressekonferenz musste ich erzählen, wie ich es geschafft habe. Ja, Max ist es zu verdanken, dass die Untergrundbewegung aufgeflogen ist. Ist ja toll. Dann können wir also feiern. Für den amerikanischen Helden. Milch? Ist gut für dich, hilft dir bei deiner Parade.
Die machen eine Parade für Max. Ja, hier, vertrau mir. Dir vertrauen? Nach dem, was du mir angetan hast? Ihr könnt euch nicht vorstellen, was der Mann mir zugemutet hat. Ein Reinfall nach dem anderen. Ich hab denen das gesagt bei der Pressekonferenz.